Konnichiwa, Miyasan! Im heutigen Video möchte ich mal mit euch darüber sprechen, was für mich persönlich das größte Problem mit dem Leben in Japan hier ist und was mir am schwersten fällt. Da das natürlich immer von Person zu Person unterschiedlich ist, ne, für einige ist es die Sprache, für andere ist es das Essen oder was auch immer, würde ich mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was für euch persönlich das Schwierigste am Leben in Japan war. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, was für mich das Schwierigste ist, und das ist für mich die Joshiki, würden die Japaner sagen. Man übersetzt das immer gerne mit Allgemeinwissen. Im Englischen wäre es sowas wie Common Sense. Und das heißt im Grunde nichts anderes, als dass, wenn man in einem Land sozialisiert wird, das heißt, man wächst als Kind auf, dann bekommt man so eine Art an Allgemeinbildung oder an Allgemeinwissen über die Kultur, über die Gesellschaft, über die Sitten, wie man was macht. Man hat halt so eine grobe Idee davon, auch was man zum Beispiel machen darf und was nicht. Man hat ja jetzt, ich als Deutscher, ich habe nie das deutsche Gesetz komplett durchgelesen, aber man bekommt von den Eltern Dinge gesagt, man bekommt mal aus den Medien oder aus dem Internet irgendwo mit, ah, das darf man nicht. Und so entwickelt man eine Idee davon, was darf ich in diesem Land eigentlich machen und was darf ich nicht machen. Oder man bekommt von den Eltern im besten Fall gewisse Werte vermittelt und sagt, ja, in der Bahn darf man das und das nicht machen, da darf man das und das nicht machen, im Restaurant sitzt man gerade oder was weiß ich, ja. Also je nachdem, worauf die Eltern halt Wert legen. Und das ist natürlich auch kulturell geprägt. Und wenn man das von klein auf mitbekommt, verinnerlicht man das und handelt natürlich auch nach diesen Prinzipien. Das Problem ist, hier in Japan haben die natürlich andere Prinzipien teilweise und Dinge, die ich einfach nicht wissen kann, weil ich nicht hier aufgewachsen bin. Zwar habe ich versucht, viel zu lernen natürlich, und ich habe ja auch schon Videos über No-Gos in Japan gemacht. Das sind alles so Dinge, die lernt man, wenn man in Japan ist, wenn man mit Japanern zu tun hat, dann merkt man, ah, okay, das sollte ich nicht machen, das darf ich machen. Oder die Japaner erzählen einem das, ja, das darfst du machen, das solltest du eher, ne, nicht machen, wie zum Beispiel telefonieren in der Bahn. Klar gibt es auch Japaner, die telefonieren in der Bahn, aber wenn andere Japaner das sehen, dann denken die immer, das ist aber ein bisschen komisch, ja, sowas macht man eigentlich nicht. Es gibt natürlich auch in Deutschland immer wieder Leute, die Dinge machen, die man eigentlich nicht machen sollte. Aber die Japaner haben so eine Grundidee davon, in der Bahn nicht telefonieren. In der Bahn eigentlich eher nicht essen oder sowas, ja, man sollte eher ruhig sein, nicht zu laut. Das haben die Japaner so als Idee, denn wenn man das als Kind ausprobiert, dann sagen die Eltern einem, hey, du bist viel zu laut, ja, halt mal den Mund jetzt oder man weiß ich, ja, in der Bahn macht man das nicht und so weiter und so fort. Wir als Ausländer in Japan müssen das, wie gesagt, von Grund auf neu lernen, aber da wir, ich bin jetzt schon 26, ja, gerade auch wenn man vielleicht noch ein bisschen älter dann ist, wenn man nach Japan kommt oder aber auch Anfang 20 oder so, man hat schon 20 Jahre Sozialisation in seinem Land hinter sich, und wenn man in Japan als Erwachsener ankommt, dann erwarten die anderen Japaner ja auch ein Stück weit von einem, dass man weiß, was abgeht und was nicht. Das kann man bis zu einem gewissen Zeitpunkt lernen, aber ich stoße manchmal an Situationen, wo mir das eben fehlt, diese Sozialisation, dieses Allgemeinwissen. Zum Beispiel gibt es hier in Japan den sogenannten NHK-Mann. Das ist ein Mann vom NHK, also dem Fernsehsender NHK. Und wenn der zu dir nach Hause kommt, dann möchte er, dass du seine Fernsehgebühr bezahlst. Das ist sowas Ähnliches wie die GEZ in Deutschland. Das muss man hier monatlich zahlen. Da gibt es auch Gerichtsurteile, die gesagt haben, das muss man zahlen. Und dieser NHK-Mann möchte mir als Ausländer dann vielleicht mehr verkaufen oder mehr andrehen, als er eigentlich darf oder als ich eigentlich kaufen müsste. Weil er vielleicht sieht, ah, Ausländer, der hat bestimmt keine Ahnung. Und so ist es ja auch, ich habe keine Ahnung davon. Die Japaner erzählen mir zwar so ein bisschen, meine Familie und so erzählt mir auch ein bisschen, was kann ich beim NHK machen, NHK-Mann sagen, machen, ne, was darf der nicht. Aber trotzdem, wenn es komisch wird oder so, verstehe ich das nicht direkt, weil mir eben dieses Hintergrundwissen fehlt. Ne, das weiß man ja in Deutschland auch, ja, GEZ musst du bezahlen und die sind sehr hartnäckig und dies und das. Man bekommt das ja immer so mit. Und das habe ich in Japan halt nicht. Ich kann das zwar versuchen zu erfragen, aber im Fall der Fälle fehlt mir trotzdem diese Sozialisation und dieses Common Sense, ja, diese allgemeine Idee und Vorstellung von dem, was der Mann darf und was nicht, um es dann gut umzusetzen. Ähnliches hat man natürlich in der Sprache an sich. Ich habe zwar ganz gut Japanisch gelernt, würde ich sagen, und mein Japanisch ist auch relativ okay. Natürlich mache ich auch immer mal wieder Fehler, weil eine Sprache perfekt zu können, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Da muss man sehr lange in dem Land leben und selbst dann gibt es wahrscheinlich immer noch Dinge, die man nicht weiß. Aber was für mich auch sehr schwierig ist, ist gewisse Nuancen zu verstehen. Beziehungsweise, wenn ich dann was sage, dann sage ich das natürlich mit einer bestimmten Intention, möchte damit was vermitteln und manchmal versteht Mayu das zum Beispiel falsch
und denkt, ich habe da irgendwie so eine fiese Nuance mit reingehauen, weil Japaner das nur so sagen würden, wenn sie ein bisschen sauer sind oder so. Und ich denke mir, ey, nein, so war das gar nicht gemeint. Ich wollte das einfach nur so und so sagen. Und das ist natürlich auch schwer, weil man dadurch, dass man nicht hier aufgewachsen ist, nicht die Sprache von klein auf mitbekommen hat und auch nicht zu 100% weiß, wie denken die Japaner denn jetzt, weil man eben hier nicht aufgewachsen ist, weiß man nicht immer, welche Nuance steckt denn jetzt drin in dem, was man sagt. Wie nimmt die Gegenseite das auf? Und wenn die Gegenseite natürlich weiß, dass man Ausländer ist und so, dann verzeihen die einem schon mal mehr. Aber das will man natürlich auch nicht, dass die einem immer alles verzeihen, sondern man möchte ja schon relativ normal mit den Leuten auch irgendwie zurechtkommen. Und das ist auch was, was ich immer schwierig finde, weil diese Nuancen kann man natürlich bis zu einem gewissen Grad auch lernen. Wenn man sagt, ey, warum warst du denn gerade sauer oder warum fandest du das gerade lustig? Und dann, ah ja, da steckt das und das noch als Bedeutung drin. So, ah ja, okay, das wusste ich nicht. Aber es gibt so viele Nuancen und Redewendungen und alles. Das alles zu lernen dauert auch sehr lange und ist nicht ganz einfach. Ganz allgemein auch noch, wie man Dinge halt macht, wie man gewisse Dinge macht. Ich habe letztens in der Küche eine Kakerlake getroffen, das erste Mal in meinem Leben. Die Japaner haben eine ungefähre Idee davon, was mache ich mit dem Ding? Mache ich das mit der Zeitung kaputt? Habe ich da so ein Spray, womit ich das Ding kaputt machen kann? Was kann ich dagegen machen, dass die nicht mehr kommen? Ich, als jemand, der noch nie so ein Ding gesehen hat und der in einer Gegend aufgewachsen ist, wo es die auch eigentlich gar nicht gibt, der hat keine Ahnung davon, was man macht mit so einem Ding. Die Japaner leben damit ja aber natürlich zusammen und als Kind hat man dann vielleicht schon mal gesehen, wie die Mutter so eine Kakerlake getötet hat und hat nachgefragt, wie macht man das bei denen oder so. Und so haben die Japaner auch so eine allgemeine Idee davon, was mache ich, wenn so ein Ding in der Küche auftaucht. Und das ist auch was mir natürlich gänzlich fehlt. Woher soll ich das wissen? Ich habe bisher noch nie so ein Ding getroffen. Ne? Und das ist dann auch etwas, wo ich dann erst anrufen muss, fragen muss, ich habe da ein Ding, was mache ich mit dem denn jetzt eigentlich und so. Und das ist auch was ich manchmal ein bisschen als schwer empfinde, weil man halt sehr, ja was heißt, nicht unbedingt hilflos. Ja, hilflos nicht unbedingt, aber man weiß doch viele Dinge nicht, die für Japaner einfach selbstverständlich sind. Und man muss die lernen und erfragen. Und das ist natürlich auch dann für zum Beispiel Mayu jetzt nicht immer so schön, wenn ich alles erfragen muss, denken die sich auch, was ist denn los mit dem Jungen, warum weiß der das denn nicht? Aber ich kann es ja auch gar nicht wissen. Einen letzten Punkt dazu, den ich euch noch mitgeben möchte, ist die Kleidung. Ja, Japaner kleiden sich natürlich nach einer bestimmten Art und Weise, wissen, was gute Kleidung ist, wissen, was nicht gute Kleidung ist und da falle ich natürlich auch vollkommen raus. Also da falle ich in Deutschland schon raus, ich habe in Deutschland schon keine Ahnung mit Mode und Trends, was da jetzt gut gekleidet ist und nicht, da komme ich schon nicht so gut zurecht. Japaner in der Regel, finde ich, sind sehr gut gekleidet und da gibt es dann auch so ein paar No-Gos, das darf man machen, das darf man nicht machen oder so oder das ist okay, eine lange Hose eher, nicht so viel kurze Hose und da blicke ich halt auch überhaupt nicht durch und das ist auch eine Sache, die, finde ich, relativ schwer auch zu erlernen ist irgendwie, ne, weil das auch so eine Art, ja, Kankaku würden die Japaner sagen, wie übersetzt man das gut auf Deutsch, so eine Art siebter Sinn könnte man vielleicht sagen, ist das, verstehen die Japaner einfach. Dadurch, dass die hier sozialisiert worden sind, die verstehen das einfach, die wissen das einfach, die haben so eine Ahnung davon, wie das ungefähr, wie man sich ungefähr kleiden sollte und so. Ja, das ist also mein größtes Problem. Ich hoffe, ich konnte euch das ganz gut rüberbringen. Fällt mir sehr schwer, darüber zu reden und das zu erklären, weil ich selber das nur als so eine Art Gefühl oder Gedanken in mir habe und denke, ja, das ist wirklich schwer für mich, da an die Japaner ranzukommen und da wirklich die Japaner auch vollkommen zu verstehen vielleicht oder mich vollkommen hier in die Gesellschaft einzugliedern, weil ich halt immer wieder Dinge mache, die Japaner nicht machen würden, einfach weil ich nicht weiß, dass man sie vielleicht nicht machen sollte oder so. Woher soll ich es auch wissen? Und das ist, glaube ich, wirklich die Königsdisziplin, wenn man, egal in welches Land man jetzt auswandert. Das ist nicht nur Japan-spezifisch, ne? Das gilt genauso wie, wenn ihr nach Amerika auswandert oder nach Korea oder sonst wo auch hin, denke ich zumindest. Das ist wirklich ein Problem, auf das man immer trifft, wenn man in ein anderes Land geht. Aber das ist für mich in der Tat das Schwierigste am japanischen Leben. Mit der Sprache an sich habe ich jetzt nicht so viele Probleme. Ich habe mit dem Essen keine Probleme. Ich habe mit den Leuten im Grunde auch keine Probleme. So. Es gibt halt nur manchmal die Situation, wo ich dann halt denke, was soll ich jetzt tun in dieser Situation? Und wo Mayu dann sagen würde, ja, ist doch ganz klar, machst du so und so. Und ich denke mir, ja, okay, jetzt wo du das sagst, ist das ganz klar. Aber das wusste ich einfach nicht. Und das passiert halt schon mal öfter, ne, dass man so eine Situation hat. Oder auch mit der Krankenkasse oder der Rentenversicherung. Da hat man als Deutscher auch so eine ungefähre Ahnung, wie das funktioniert. Natürlich nicht im Detail, das muss man auch lernen. Aber so eine ungefähre Ahnung, dass es da die Krankenversicherung gibt, um die man sich kümmern muss und die Rentenversicherung, das weiß man so ungefähr.
In Japan wissen das die Japaner natürlich auch, weil die das mitbekommen, worum man sich ungefähr kümmern muss. Ich habe natürlich keine Ahnung, muss mir alles anlesen, aber selbst wenn ich mir alles anlese, dann gibt es trotzdem immer noch Bereiche, wo man nicht hintersteigt, die man nicht genau erkennen kann. Nun gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, was so für euch das Schwierigste am Leben in Japan bisher war oder ist. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Das ist es für mich, das ist mein persönliches Problem. Ich versuche jeden Tag dagegen anzukämpfen, indem ich einfach mehr lese, indem ich versuche, mehr Videos für euch zu machen, durch die Recherche für die Videos mehr zu lernen über die japanische Gesellschaft, sodass ich ein besseres Bild vom Leben hier bekomme, dass ich mich besser verhalten kann, dass ich bessere Maßnahmen treffen kann und vorbereiten kann, alles so, dass es ganz gut läuft und ich möglichst nicht in Situationen komme, in denen ich keine Ahnung habe. Nun gut, das soll es jetzt auch gewesen sein. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch einen Link, über den ihr meine Arbeit durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Es gibt eine Menge an Online-Kursen, mit denen ihr Japanisch lernen könnt. Die Links dazu auch unten in der Videobeschreibung. Jeder Kurs 9,99 €. Und es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link. Wenn ihr öfter mal was über Amazon einkauft und auf meinen Link geht und über meinen Link was einkauft, bekomme ich noch eine Provision und ihr zahlt keinen Cent mehr. Würde mich auch freuen, wenn ihr den benutzen würdet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!